die Gilfenklamm ein durch gewaltige Naturkräfte geprägtes und durch Meisterhände für Besucher erschlossenes Naturdenkmal. Stange liegt in der Gemeinde Ratschings, die sich über 203,5 Quadratkilometer erstreckt, aus 7 Fraktionen besteht und etwa 4000 Einwohner zählt. Wir wandern nun von Stange am Beginn des Ratschingstales zur bekannten Gilfenklamm. Gutes Schuhwerk und geeignete Kleidung haben wir uns besorgt. Hahnenfüße, Lichtnelken und Margeriten sorgen für eine farbige Abwechslung. Das farbenprächtige Tagpfauenauge und andere kurzlebige Falter überraschen uns. Froher Vogelgesang hebt unsere Stimmung. Der Eichelhäher zeigt sein buntes Gefieder und die Singdrosseln füttern eifrig ihre hungrigen Jungen. Erlen sowie alte und junge Fichten säumen den leicht ansteigenden Weg. Das kristallklare Wasser lädt die lebhaften Kinder zum Trinken und Spielen ein. Die alte Mühle könnte wohl vieles erzählen. Verschiedene Waldtiere halten sich in diesem naturbelassenen Gebiet auf. Die Gilfenklamm weist zwischen der Örtlichkeit Jaufensteg und dem Dorf Stange auf verhältnismäßig kurzer Strecke einen großen Höhenunterschied auf. Der Begriff Gilf kommt vom lateinischen Kolfus und bezeichnete einst Busen, Bucht, Höhlung, Rundung. Der Name Gilf hängt auch mit dem deutschen Wölben und Gewölbe zusammen. In zähem Kampf hat sich das Wasser in vielen Jahren durch das harte Marmorgestein genagt und gefressen und so eine wunderbare Klamm geschaffen. Mund
muntere Forellen beleben das klare Fließwasser. Wir haben nun die eigentliche Klamm erreicht. Über Brücken und Stiegen steigen wir die beeindruckende Gilfenklamm hinauf. Immer wieder bieten sich günstige Stellen, um mit dem Fotoapparat oder mit der Filmkamera die atemberaubenden Erlebnisse festzuhalten. Der deutsch-österreichische Alpenverein hat bereits 1896 die bizarre Schlucht begehbar gemacht und damit eine besondere Sehenswürdigkeit für den Fremdenverkehr geschaffen. Als treibende Kräfte erwiesen sich damals der Stanger Gastwirt Karl Wiedner und der kaiserlich-königliche Bezirksrichter Franz Engel. Eine Tafel erinnert im Klammbereich an sie. Auch für Schulklassen eignet sich die wildromantische Gilfenklamm als lohnendes Ausflugsziel, um ursprüngliche Natur hautnah und lehrreich zu erleben. Der neue Name Kaiser Franz Josef Klamm fand bei der Bevölkerung nicht den erwünschten Anklang. Es bedurfte einer wahrhaft meisterlichen Leistung, um aus dem Felsen einen 20 Meter langen Stollen herauszuschießen. Ein fesselndes Naturschauspiel erleben wir im sogenannten Klammteil Kirche, wo das schäumende Wasser 15 Meter in die Tiefe stürzt. Im Frühjahr werden alle Brücken und Stiegen des Naturjuwels Gilfenklamm überprüft und notfalls ausgebessert. Immer neue Bilder können wir bestaunen. Das verwitterte Gestein zeigt an mehreren ausgeschliffenen Stellen den schönen weißen Marmor des Mareitersteins, eines bekannten Marmorbergs. Es zischt, rauscht, schäumt und brodelt. Wer sich nach einem geist- und sinnerfrischenden Naturerlebnis sehnt, sollte unbedingt eine Wanderung durch die bizarre Gilfenklamm einplanen.